Ja, hallo, hallo. Werden Games Workshop Modelle immer schwieriger zu bauen? Darum wird es jetzt gehen. Und zwar ist vielleicht ja vor allem für Leute, die andere Wargaming-Miniaturen, zum Beispiel was weiß ich, von Bolt Action gebaut haben und sagen, sie möchten jetzt Warhammer bauen oder Leute, die jetzt, weiß ich, sagen, ja, ich habe früher mal Warhammer gespielt und möchte jetzt da wieder einsteigen, wieder ein paar Sachen bauen. Für die ist das vielleicht ganz interessant oder allgemein. Jemand, der sich jetzt für so Modelle, für die beiden Modelle speziell interessiert. Fangen wir an, und zwar die Death Watch. Ich muss aufpassen, sag Death Guard, aber das ist natürlich was völlig anderes. Das sind die Xenojäger Space Marines, das ist ein bisschen älteres Kit, und da ist mir das auch aufgefallen, weil ich habe diese Barbaren von Age of Sigmar gebaut, wie den reitet. Okay, Pferde sind halt nochmal anders, aber da sieht man schon, dass die Modelle komplett anders gemacht sind, wie die alten Space Marines. Ich packe jetzt mal da, das sind die Fußtruppen dazu aus. Anleitung. Und zwar, was ist der große Unterschied ist, man sieht halt jeder, man muss sich exakt an die Anleitung halten. Heißt, ich kann ab nicht einfach, guck mal, ich nehme noch so einen Bogen an. Ich habe nicht einfach Beine, Köpfe und Torsos und klebe die dann zusammen, wie ich möchte. Im Grunde mache ich das nämlich bei den Space Marines fast schon so. Ein paar Feinheiten gibt es da, aber so ist das hier eben überhaupt immer. So, einmal bei Age of Sigmar muss ich beachten, die Einheiten, die können immer nur eine Art von Waffe haben. Das heißt, ich muss dann alle mit, da vielleicht nicht mal, beziehungsweise bei den Pferden war es so, alle mit Speere, alle mit Äxte oder alle mit einer, das ist halt bei Warhammer 40.000 auch anders. Das Einzige, was ich da jetzt habe, die, genau, muss halt gucken, welche ich haben möchte, muss den aber dann genauso so bauen und kann dann nicht variieren, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt, dass der Arm, jetzt was weiß ich, an dieser Figur ist. Es kann funktionieren, es kann aber auch ganz gewaltig dahin losgehen. Schon zum Beispiel bei den neuen Guardsmen war das der Fall. Jetzt ist mir runtergefallen, das passiert alles. Und hier bei den Space Marines ist halt einfach, ich habe halt, das sieht es auch ganz einfach am, na, ich habe mitgenommen, die Anleitung. Das sagt hier, Beine, Torso, und dann, ah, das habe ich gerade gesehen, dass er dann noch so andere Teile dran kriegt. Und alle Teile sind eigentlich austauschbar und ich muss dann halt einfach immer ein entsprechendes Teil suchen. Im Grunde braucht er fast die Einleitung auch schon gar nicht mehr. Nur welcher Arm jetzt zum Beispiel wo dran gehört, das könnte, das ist hier, muss man ein bisschen drauf achten. Aber sonst ist es eigentlich völlig egal, was ich zusammenbaue. Das ist bei den neueren Figuren halt, ach, bei den, wie gesagt, ach, schon bei den neuen Cadians so war das überhaupt nicht mehr der Fall. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich ja die gleichen Teile zusammenbaue. Und das ist halt auch bei denen jetzt natürlich der Fall. Von der macht es, es ist ein bisschen komplizierter. Natürlich kann man damit dynamischere Posen irgendwie darstellen, was jetzt mit den alten Figuren ein bisschen weniger ging, aber ist halt ein bisschen unflexibler. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt was für sich, ich möchte keine von den Waffen haben, sondern eine andere Waffe aus irgendeinem Grund, die ich noch über habe, dann klebe ich halt die andere Waffe dran, wenn ich noch die Arme dazu habe. Kein Thema. Oder was weiß ich, da andere Waffen haben möchte, absolut kein Thema. Da hinten fehlt irgendwas, das wäre ich dann aufgefallen. Während das geht natürlich bei so einer Figur gar nicht mehr, weil der Arm gemacht ist, das geht halt einfach nicht. Da passt halt nur das eine Teil rein und jedes andere Teil passt halt einfach nicht. Das ist halt so gemacht. Gut, das nur so am Rande mal. Einfach mal wollte ich mal loswerden. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.